Ey, wenn du dich fragst, wie das Medizinstudium an der Charité Berlin einer der beliebtesten Medizinunis Deutschland ist, dann bist du hier genau richtig. Ich interviewe jemanden aus der Charité Berlin. Und wenn du mich nicht kennst, ich heiße Karim und ich studiere Medizin und auf meinem Kanal versuche ich den Weg in und durch das Medizinstudium zu erleichtern. Wenn du mehr Content zur Uni Berlin selber haben willst, dann verlinke ich dir hier einen Instagram-Account, der mega viel Content zur Uni Berlin macht und auch grundsätzlich Content zum Medizinstudium. Finde ich immer mega super, schaue ich mir immer jeden Tag gerne an. Von daher geh einfach mal auf Instagram, schau dir den Kanal an. Aber jetzt los geht's mit dem Video. Hi Philipp, freut mich, dass das heute klappen kann. War für mich heute auch ziemlich stressig, hierher zu kommen. Also erstmal riesiges Dankeschön, dass du dich dafür ja, bereit erklärt hast und willst vielleicht mal den Zuschauern ein bisschen was zu dir erzählen, dass sie mehr Content zu dir haben. Ja, hi, ja, mich freut es auch, dass es geklappt hat. Zwar nur im Online-Format, aber das sind wir ja mittlerweile durch Covid ja gewohnt. Genau, Philipp Sawalski mein Name. Ich bin Student im 8. Semester an der Berliner Charité, also der Universitätsmedizin in Berlin. Wie gesagt, 4 Jahre jetzt schon dabei, mittlerweile in dem klinischen Abschnitt, auch wenn man so Klinik nicht so richtig sagen kann in Berlin. Dazu kommen wir aber auch gleich. Hauptsächlich in der Kardiologie tätig und nebenbei noch Anatom-Tutor. Und wie kam es dazu, dass du dich für ja, die Charité in Berlin entschieden hast? Also das ist, da bin ich tatsächlich so ein bisschen reingewachsen. Also ich habe mein Praktikum in der 9. Klasse hier in Berlin macht man das an der Charité gemacht in der Allgemeinchirurgie und das hat mir schon super gefallen. Ich wollte immer was machen mit Menschen, was Soziales, fand aber auch Biochemie und ja, Biologie, Chemie generell super interessant immer und habe mich dann dort sehr wohl gefühlt und habe dann eigentlich schon die gesamte Abi-Zeit gewusst, ja, ich möchte was in Richtung Medizin machen. Die Charité ist es geworden, einerseits, weil ich sie schon von der langen Nacht der Wissenschaften kannte und auch wusste, dass man dort forschungsmäßig gut anfangen kann. Und andererseits natürlich, das braucht man, denke ich, nicht zu verstecken. Ich bin in Berlin geboren, ich komme aus Berlin und da liegt natürlich die Heimatuni auch irgendwie am nächsten. Ja, und also war es für dich auf jeden Fall schon mal eine Uni, die für dich sehr nah bei dir war. Und gab es so bestimmte Pros und Kontras, die dir bei der Wahl so, also auch nicht nur bei der Wahl, auch jetzt so jetzt so vor allem im Kopf herumschwirren? Ja, also tatsächlich Pros gab es insofern mehrere, dass ich wusste, dass es den sogenannten Modellstudiengang an der Charité gibt. Der Modellstudiengang unterscheidet sich zum Regelstudiengang darin, dass man Klinik und Vorklinik parallel hat. Also klassischerweise trennt man das ja auch zuerst Vorklinik, also den ganzen trockenen Stoff und dann die Klinik. Also tatsächlich, dann lernt man angeblich wortwörtlich Arzt sein. An der Charité ist das der Modellstudiengang, der das Ganze vermischt in dritter Version mittlerweile. Also es gab Regelstudiengang, Modellstudiengang 1, jetzt ist es der 2.0er. Und tatsächlich wusste ich, dass ich schon im 1. Semester Patienten sehen werde und auch Klinik lernen werde. Und natürlich war das relativ wenig. Wir haben uns hauptsächlich mit der Theorie beschäftigt. Aber ein-, zweimal die Woche gab es dann sogenannten Unterricht am Krankenbett oder in den 1. Semestern heißt das Untersuchungskurs, wo wir wirklich ganz basic Gesprächstechniken und so Untersuchungstechniken lernen. Und das fand ich super cool, weil dem Medizinstudium sagt man ja immer so ein bisschen nach, ja, man lernt super viel Theorie, aber irgendwie so richtig, wie man die Leute behandelt, lernt man nicht. Und die Charité warb damit und ich muss sagen, das Versprechen erfüllt sie tatsächlich auch, dass du das wirklich von vornherein lernst. Und vor allem in den ersten Formulaturen habe ich das dann gemerkt, als ich Kommilitonen aus dem Regelstudiengang traf, dass das bringt was, weil man fühlt sich sicherer und das Wissen über so Umgang mit Patienten ist schon ein bisschen ausgeprägter. Das wäre der erste Punkt. Der zweite ist, wie gesagt, ich wusste, dass die Charité forschungsmäßig breit aufgestellt ist, weil ich wusste, dass ich Medizin studieren will, aber was es am Ende ist, das war mir damals noch nicht ganz so klar und das hat sich im Verlauf des Studiums auch nochmal geändert. Und da wusste ich, okay, egal was ich machen will, so an der Charité kann ich meine Nische finden. Und fallen dir auch irgendwelche bestimmten Kontras ein, so zum Studium in Berlin? Das sind im Prinzip drei Dinge, die hier möglicherweise erwähnt werden sollten. Der erste Punkt ist, wir haben eine sogenannte Lernspirale. Was heißt das? Das kann man sich auch so vorstellen. Vielleicht kennt ihr es einige schon aus der Schule, dass man Inhalte immer mal wieder wiederholt. Und zum Beispiel eine Erkrankung wird so ein bisschen vorgestellt im 1. Semester, kommt dann im 4. Semester wieder und im 7. Semester wird sie dann nochmal vollständig besprochen. Das fand ich am Anfang des Studiums ein bisschen schwierig, weil ich so nicht wusste, wo soll ich aufhören zu lernen, vor allem für die Klausuren auch. Weil ich meine, man schlägt das Buch auf und da steht die Erkrankung vollständig drin, so wie man sie am Ende des Studiums kennen soll. Und das war so ein bisschen am Anfang schwierig, so eben abzugrenzen, so okay, wie viel davon muss ich wissen? Ist jetzt kein Kontra, aber war einfach so eine Typfrage.
Und der zweite Punkt ist zum Beispiel unsere Seminare und Praktika, alle Veranstaltungen sind nach dem sogenannten Expertenmotto gemacht. Sprich, wir haben einen Experten für dieses jeweilige Thema. Das sind teilweise Forschende, das sind teilweise Professoren, die Lehrstühle in diesem Thema innehaben, teilweise auch Kliniker, die direkt darin arbeiten. Aber wir haben keinen festen Dozenten. Und das war am Anfang auch des Studiums so ein bisschen schwierig, weil ja, so als es dann auf die erste große Prüfung ging, also quasi das Physikumsäquivalent, wir haben ja in Berlin kein Physikum, aber dazu kommen wir später, denke ich mal. Das war ein bisschen schwierig, weil man eben auch so nicht so richtig so eine Bezugsperson hatte. Und das kennt man ja aus der Schule, man hat seinen Vertrauenslehrer oder irgendwie Kurslehrer. Und das war so ein bisschen was anderes, würde ich jetzt nicht direkt als Nachteil betiteln. Und die dritte Sache ist eben, ich habe bereits gesagt, Modellstudiengang ist klinikfixiert und das heißt, man macht hauptsächlich Klinik oder der Fokus liegt klinisch. Und da war natürlich die Sache, da habe ich am Anfang ein bisschen festgestellt, okay, wir lernen die Basics und die meisten Sachen können wir gut erklären, aber wir gehen biochemisch nicht so super in die Tiefe. Und das ist mir tatsächlich jetzt beim Forschen auch aufgefallen, dass an anderen Unis das anders gehandhabt wird. Kann man natürlich für und gegen argumentieren. Dafür ist die Frage so, muss man das als fertiger Arzt wissen? Da gehen die Meinungen auseinander. Die meisten sagen nein. Einige möchten es wissen. Oder wenn man vor allem weiß, okay, ich möchte Medizin studieren, aber ich möchte in die Forschung gehen, dann könnte das vielleicht so ein Punkt sein. Aber wie gesagt, das sind keine richtigen Kontras. Man kann sich total daran gewöhnen. Ich würde definitiv nochmal an die Charité gehen und bin hier super zufrieden eigentlich. Aber das waren so am Anfang so Sachen, wo ich so sagte, okay, bisschen anders als erwartet. Ja. Und die Charité ist ja der erste Modellstudiengang Deutschlands und auch von allen Modellstudiengängen eigentlich so, sagen wir mal, so der Standard-Modellstudiengang. Willst du vielleicht mal ein bisschen was zum Modellstudiengang einfach in Berlin, also spezifisch in Berlin erklären? Gerne. Also eine Sache habe ich schon angesprochen, diese U-Kurse, also Untersuchungskurse oder Unterricht am Krankenbett heißt das in den höheren Semestern. Das ist so ein Format, das geht am Anfang 1,5 Stunden bis 2 Stunden, später 3 Stunden. Und da lernt man wirklich am Patienten. Also sagen wir mal, wir haben irgendwie das Thema Kopfschmerzen, dann gehen wir in die Neurologie und verschiedene Ärzte bzw. ja, Abteilungen stellen uns Patienten mit Kopfschmerzen vor. Wir dürfen mit denen sprechen, sie selber untersuchen und tatsächlich auch diese Erkrankung nicht nur im Lehrbuch begreifen, sondern sie tatsächlich auch erleben auf eine bestimmte Art und Weise. Und vor allem auch am Anfang in der Biochemie gibt es ja bestimmte Stoffwechselkrankheiten mit Proteinen und Enzymen. Und da hatten wir das auch. Da sind wir dann in die Spezialsprechstunde gegangen und haben uns Leute angeschaut, die diese oder jene Erkrankung wirklich haben. Und das ist echt cool, weil es lernfördernd ist und man nicht nur eine Buchseite vor sich hat. Das zweite Format ist KIT. Das ist Kommunikation, Interaktion, Teamarbeit. Hört sich ein bisschen merkwürdig an. Tatsächlich ist es am Anfang auch gewöhnungsbedürftig. Der Sinn des Formates ist es, Reden mit Patienten zu lernen. Und das ist der ganze Sinn. Es geht wenig um den Inhalt, sondern wirklich meistens um Gesprächstechniken. Und das fängt bei sowas an, ja, wie begrüße ich einen Patienten? Wie sage ich Hallo, wenn ich merke, der Patient möchte nicht so richtig mit mir reden? Kommt ja auch in den und den Situationen auch vor. Bis hin zu in höheren Semestern solche Gespräche wie, wie gehe ich um mit unheilbaren Erkrankungen? Wie kommuniziere ich jemandem, dass jemand verstorben ist? Also tatsächlich so Vermittlung von Soft Skills. Das habe ich am Anfang des Studiums tatsächlich für so, ja, okay, so, mein Gott, man kriegt das doch hin, dachte ich mir so. Und dort kommen auch Simulationspatienten, also Schauspieler, die eine Patientenrolle spielen, mit denen du dann diese Gesprächstaktiken ausprobieren kannst. Nach der ersten Formulatur und spätestens jetzt, wo ich auch quasi in der Klinik auch forschungsmäßig richtig aktiv bin, merke ich, okay, das bringt was. Und klar, man kann nicht bei allem immer dieselbe Taktik fahren, aber es ist echt cool im Hintergrund zu wissen, so, okay, so diese oder jene Taktik hat sich mal ein kluger Psychiater oder Psychologe ausgedacht und das tue ich, wenn mein Patient jetzt sich auflöst und anfängt von mir zu weinen. Das ist ganz cool. Und dann ja zum Modellstudiengang. Dadurch, dass ich nicht im Regelstudiengang studiert habe, kann ich nicht mal die Unterschiede so groß outpointen. Aber zum Beispiel auch eine coole Sache ist, wir haben ein Lernzentrum und wir müssen im Laufe unseres Studiums 60 mal 45 Minuten freiwillige Fortbildung machen. Und diese Fortbildung machen wir im Lernzentrum. Da buchen wir uns Tutorien, die werden von Studenten gegeben. Also das sind Studenten, die einfach im Lernzentrum angestellt sind, dann studentische Hilfskraft und dann ein Tutorium geben, zum Beispiel im Ultraschall machen oder am Anfang in Biochemie oder zum Beispiel auch sowas wie eine Anamnesegruppe. Und dann kann man sich dort, das ist ganz cool, weil das ist im Medizinstudium hat man ja nicht so viele Möglichkeiten, sich jetzt zu spezialisieren. Also man, alle machen alles, also hoffentlich. Aber das kann man so ein bisschen wählen und da kann man sich so ein bisschen profilieren und schauen und diese Zeit quasi. Man muss diese 60 Stunden machen, aber man kann sich aussuchen, womit man sie tut. Und das und die Wahlfläche sind halt eine ganz coole Sache. Ja, und wie ist bei euch
das Studium organisiert, weil bei uns ist es relativ klassisch, so 2 Jahre Vorklinik, 3 Jahre Klinik und du hast dann das Physikum, das Summer-Examen, das PJ, das ist ja bei allen gleich. Und ja. Bei uns ist halt so, in den Semestern hast du Fächer. Bei euch ist es ja ein bisschen anders. Genau, bei uns ist das ein bisschen anders. Also wir haben regulär auch 10 Semester plus PJ dann. Nach 5 Jahren, also 10 Semester, macht man das Summer-Examen. Aber da hören die Gemeinsamkeiten eigentlich auch schon auf. Unser Semester ist in Module unterteilt. Das sind am Anfang 3 Module, später werden es 4 Module. Und diese Module sind thematisch. Am Anfang ist es sowas wie Bausteine des Lebens. Und zum Beispiel später kommt sowas wie Erkrankungen von Kopf und Hals oder Erkrankungen vom kardiovaskulären System. Ein Modul besteht immer aus 4 Wochen. Und diese 4 Wochen sind nochmal so Unteraspekte des großen Oberthemas. Also zum Beispiel bei den Bausteinen des Lebens haben wir so Proteine, Kohlenhydrate und Fette und dann noch eine Übersichtswoche. Also quasi das Ganze ist thematisch gegliedert und wir haben keine Fächer an sich. Und auch unsere Prüfung am Ende des Semesters ist eine Multiple-Choice-Klausur. Die hat eine unterschiedliche Anzahl an Fragen, abhängig vom Semester. Und da ist auch alles querbeet gemischt. Also wir haben gar nicht diese Fachaufteilung. Klar, wir wissen, okay, im 3. und 4. Semester kommt der Präparierkurs, wo man dann Leichen seziert. Das gehört zur Anatomie. Da gibt es mal ein Seminar, das heißt Medikamente zu der Erkrankung so und so. Dann ist es eher Pharmakologie, aber das wird nirgendwo so richtig abgebildet. Und nach dem 1. Jahr, also nach 2 Semestern, haben wir den 1. Teil des Physikums. Denn unser Physikum ist nicht ein Examen, sondern um genau zu sein, sind es 3 große Blöcke von Examen. Und der 1. Block ist nach dem 1. Jahr. Und da werden solche Sachen geprüft, wie zum Beispiel Biochemie oder auch ein bisschen Anatomie und eben auch dieses sogenannte KIT-Fach, also dieses Kommunikationsfach eben. Und dann gibt es auch noch praktische Prüfungen, wie zum Beispiel Untersuchung. Und dann lautet nach 1 Jahr Medizinstudium die Aufgabenstellung: Untersuchen Sie das Herz und das Kreislaufsystem des Patienten. Und das Ziel in den ersten Semestern beziehungsweise in den ersten 2 Jahren ist es, nicht Erkrankungen zu erkennen, sondern nur zu erkennen, okay, es ist etwas nicht normal, also es ist etwas nicht physiologisch. Das ist ganz cool, weil du sehr sicher wirst, dadurch, dass man das am Anfang des Medizinstudiums schon lernt, zu sagen, okay, auch in höheren Semestern, ich weiß vielleicht nicht ganz, wie man es benennt oder so, was das jetzt für eine Erkrankung sein soll, könnte man nachlesen, aber ich weiß, es ist definitiv irgendeine Erkrankung. Das ist im Endeffekt ist ja das ja schon der erste Schritt des ärztlichen Berufes. Nach dem 2. Jahr, also nach 4 Semestern, kommen dann nochmal so Stationen, das heißt auch bei uns Stationenprüfung. Und hier haben wir zum Beispiel mehr Anatomie, wieder Physiologie und wieder auch einige praktische Stationen. Und der 3. Block des Physikums ist dann aufgeteilt in eine große Klausur, das ist eine Multiple-Choice-Klausur, und in eine Hausarbeit. Und für alle, die Hausarbeiten aus der Schule hassen, das ist die gute Nachricht, in unserem gesamten Studium haben wir nur eine Hausarbeit. Und für diese Hausarbeit haben wir auch sehr viel Zeit und wir dürfen uns das Fach aussuchen, also das klinische Fach, in dem wir sie schreiben. Wir dürfen mit unserem Betreuer das Thema besprechen. Also quasi, die Aufgabenstellung lautet im Prinzip, schreiben Sie eine wissenschaftliche Arbeit zu einem medizinischen Thema, das Ihnen gefällt. Und dann wird das bewertet und das fließt in unsere Physikumsäquivalent mit ein. Also wir nennen es Äquivalent, weil es eben nicht diese klassische Physikumsprüfung ist. Und diese Physikumsexamen, egal ob diese mündlichen Prüfungen oder die Multiple-Choice-Klausur, die kann man 3-mal machen, also man hat 3 Anläufe, während man bei den normalen MC-Klausuren, also quasi außerhalb eines Staatsexams, 5 Versuche hat. Also das ist sehr dankbar, muss man ehrlicherweise sagen. Und die, zu allen, die noch nicht so viel Erfahrung mit Multiple-Choice-Klausuren haben, im Prinzip, wie gesagt, so zwischen 60, 80, im 5. Semester auch über 100 Fragen, haben wir in diesem Moment eine Frage und 5, 6 Antwortmöglichkeiten, eine richtig, kein Punktabzug bei falschen Antworten. Das ist auch ganz nett. Die Bestehensgrenze liegt in der Regel bei 60%. Da gibt es noch so spezielle Regeln, aber so Pi mal Daumen kann man 60% sagen. Ja. Und du hast ja eben gesagt, bei euch ist es ja so, man kann es ja nicht richtig nach Fächern unterteilen. Nun ist es ja so, dass die Standardlehrbücher ja alle auf Fächern basieren. Wie ist es denn bei euch? Also wie lernt man bei euch? Reichen bei euch die Vorlesungsfolien? Habt ihr, nutzt ihr Amboss größtenteils? Also womit lernt man bei euch an der Charité? Ja, also das ist tatsächlich so eine Sache. Das war auch eins dieser, ich würde sagen, kleinen Problemchen, das ich am Anfang des Studiums hatte. Weil man geht zu einem Buchladen und kauft sich dann ein Buch zu diesem, jenem Fach und ist dann so, schön. Und ich hatte jetzt ein Seminar, das über irgendwie 4 Fächer geht, so,
Genau, das sprichst du auch so ein Problem an. Also wie lernen wir? Wir lernen, wir haben einerseits auf einem Online-System die Vorlesungsfolien, die Seminarfolien. Dann optimalerweise schreibt man auch was mit während der Veranstaltung. Und dann muss man sagen, gibt es eine super Community an der Charité für alte Ausarbeitungen. Also die meisten Studenten, oder na gut, die meisten ist, glaube ich, nicht so richtig gesagt, so das nimmt dann ab mit steigender Semesterzahl, aber einige der Studenten machen Skripte. Also im Sinne, sie arbeiten wirklich die Sachen selber aus, denn wir haben zu jeder Veranstaltung Lernziele. Also zum Beispiel, wenn wir die Veranstaltung haben, der Aufbau des Arms, dann haben wir die Muskeln des Arms, die Nerven des Arms, die Gefäße des Arms und die Mechanik des Arms erklären können oder beschreiben können oder benennen können. Und das Gute ist, nur das wird abgeprüft. Also ich weiß aus jeder Veranstaltung, sogar wenn da irgendwie über 20 verschiedene Erkrankungen gesprochen wird, weiß ich mehr oder minder genau, welche Erkrankungen und welche Aspekte ich lernen muss. Und dann gibt es Studenten zum Beispiel, ich habe das auch gemacht und mache das bis heute, die arbeiten das aus. Und dann stellt man das online auf Facebook, wir haben eine eigene Webseite sogar dafür von der Fachschaft eingerichtet und dann teilt man das. Und die meisten laden sich die dann herunter und schreiben noch ein bisschen was dazu, bearbeiten das. Und das sind, wenn man so will, unsere Lehrbücher. Ehrlicherweise muss man sagen, in den ersten Semestern arbeiten die meisten mit Lehrbüchern. Irgendwann wird es zu anstrengend, weil du einfach vier verschiedene Lehrbücher offen haben müsstest. Und in diesem Moment hört man damit auf. Viele arbeiten mit Amboss oder Via Medici von Thieme, ist ja so ein ähnliches Produkt. Und da gibt es tatsächlich zwei gespaltene Lager an der Charité, das Thieme und das Amboss-Lager. Und jeder behauptet, für bestimmte Sachen der Beste zu sein. Meiner Meinung nach stimmt es auch. Aber wie gesagt, ist die Frage Vorklinik, Klinik, wann möchte man es einsetzen? Müsste man damit lernen oder möchte man es nur für die Prüfung nutzen? Eine Campus-Lizenz haben wir leider nicht. Wir haben versucht, das einzuführen. Die Charité hat sich aber ziemlich kategorisch gegen eine solche Plattform geäußert. Insofern bleibt das tatsächlich dann wirklich bei dir individuell bestehen, welches Format, ob du so ein Format nutzt. In der Klinik wird es dann wieder einfacher, weil in der Klinik haben wir dann natürlich thematische Blöcke und da ist klar, ist das innere Medizin, ist das Neurologie, ist das Chirurgie. Da werden die Lehrbücher wieder ein bisschen mehr in. In der Vorklinik ist es ein bisschen suchen, ein bisschen überlegen. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, die Regel an der Charité ist, dass die Klausuren aus den Vorlesungsfolien erstellt werden. Und was nicht in den Folien ist, kann nicht geprüft werden. Also es gibt so einen amtlichen Foliensatz, wenn man so will, der ist hochgeladen. Und der ist mal länger, mal kürzer, je nachdem, wie viel Spaß man damit haben will. Und dann muss man diese Folien im Prinzip nur gut durchsehen. Und wenn man die Ausarbeitung aus diesen Folien macht und sagt, okay, alle Aspekte sind berücksichtigt, dann kann im Grunde genommen auch nicht schief gehen. Mhm. Und das Schönste ist, das habe ich in den ersten 3-4 Semestern nicht gehabt, wir dürfen die Klausuren mitnehmen. Sprich, wir haben jetzt so eine sehr nette Klausurensammlung, die zwischen den Studierenden kursiert und rotiert. Und das heißt, man kann sich schön seine Klausur vor der Klausur selber nochmal vom letzten Jahr anschauen und die einfach mal durchkreuzen. Und die Charité hat jetzt sogar seit 2 Jahren bzw. 1,5 Jahren richtig eine offizielle Website vom Prüfungsausschuss gemacht, die alle Fragen reinstellt, wo man wirklich sagen kann, okay, die sind nicht irgendwie weitergegeben, die Fragen, sondern das sind wirklich Altfragen. Ja, also die Charité ist da super transparent und sagt eigentlich so, ja, ganz ehrlich, zu jedem Semester gibt es mittlerweile ein paar hundert Fragen. Wenn du die paar hundert Fragen auswendig gelernt hast und alle richtig beantworten kannst, weil die Antwortmöglichkeiten variieren, ja, auch wenn die Altfrage wiederkommt, dann hast du es im Prinzip auch gelernt. Insofern, da muss man sagen, sind die Klausuren echt entspannt bei uns. Auch die mündlichen Prüfungen, die ich erwähnt habe als Physikum, da sind die Fragen auch bekannt. Das ist ein Fragenkatalog von 300 Fragen und da ist die Charité sehr transparent. Also wir erleben jetzt keine, die einzige Klausurüberraschung ist dann das Hammer-Examen. Obwohl, da kennt man die Fragen ja auch aus den Altjahren. Ja, aber nicht schlecht. Also das ist wirklich also sehr studentenfreundlich. Also auch wenn ihr keinen Amboss habt, aber das mit den, also man braucht, wenn ihr so, sagen wir mal, viele Altfragen habt, dann braucht man ja fast schon keinen Amboss. Also genau, definitiv. Also sagen wir es so, es kommen immer natürlich neue Fragen dazu und Altfragen werden auch umgeschrieben, aber im Prinzip ist es sehr dankbar. Und man muss sagen, also der Modellstudiengang, das hat auch eine historische Sache, glaube ich, weil der Modellstudiengang wurde ja von Studenten mitentwickelt. Also das steht immer so auf dem Werbebanner in Anführungsstrichen, aber das ist auch tatsächlich wahr. Und bis heute gibt es für jedes von diesen Modulen einen studentischen so Mini-Ausschuss, so einen Review-Ausschuss, der dieses Modul evaluiert, weil wir können die meisten Veranstaltungen, die wir haben, evaluieren mit so einem Fragebogen und dann werden die auch tatsächlich überarbeitet. Und wenn man sagt, da sind zu viele Folien dabei, da wird zu viel bearbeitet, zu wenig oder einfach, das ist nicht verständlich, was da drin ist, das dauert und natürlich für die Studenten, die es hatten, bringt es dann in dem Moment nichts mehr so viel, aber für die kommenden Generationen wird es tatsächlich verbessert. Und dieses Evaluieren und Weiterentwickeln wird an der Charité ganz groß geschrieben.
Und das ist auch ein großer Teil der Fachschaftsarbeit. Ich bin auch in der Fachschaft bei uns und damit beschäftigen wir uns regelmäßig, dass wir sagen, okay, das und das ist cool, das und das möchten wir verbessern. Also da ist Studentenfreundlichkeit an der Charité wirklich groß geschrieben und man muss sagen, die Dozenten sind auch nur die da geblieben an der Charité, die das auch machen möchten. Also damals, als der Regelstudiengang zum Modellstudiengang bzw. zum Reformstudiengang, hieß das ja noch damals, umformatiert wurde, habe ich mir zumindest sagen lassen, ist ja noch lange vor meiner Zeit gewesen, da sind einige Dozenten gegangen, die gesagt haben, ich kann mich mit dem Konzept nicht anfreunden und an der Charité sind nur die geblieben, die wirklich auch sagen, okay, ich möchte diese hautnah, lebensnah Art des Medizinstudiums unterrichten, pflegen und zuletzt auch entwickeln. Also ich meine, jetzt mit dem Masterplan Medizin 2025 wird vieles geändert werden und das wird sicher auch an der Charité nochmal die Möglichkeit geben, auch viele Sachen nochmal zu verbessern. Und wie viele Studenten seid ihr eigentlich so in einem Jahrgang in Berlin? In einem Semester sind wir 330 Studenten. Mhm. Das natürlich fluktuiert, je nachdem, Wintersemester, Sommersemester gibt es da nochmal Unterschiede. Zumindest war das damals bei meinem Jahrgang so. Und insgesamt sind wir mehrere tausend Studenten an der Charité natürlich, weil wir mehrere Studiengänge auch haben. Also wir haben ja nicht nur einen Humanmedizinstudiengang, sondern auch Zahnmedizin, jetzt auch Pflegestudiengänge und ähnliches. Insofern da sind wir relativ viele. Man muss ehrlicherweise sagen, spürt man nicht so, also außer wenn man in die Mensa geht, na okay, oder ging, ist ja mittlerweile auch schon ein bisschen her, seitdem man das letzte Mal dort war. Insofern, man merkt es nicht so wirklich, weil wir in Rotation eingeteilt sind. Am Anfang ist es die Hälfte des Semesters, später ist es nur ein Drittel des Semesters, das dasselbe Modul immer belegt. Das hat einfach Kapazitätsgründe. Und insofern, man rotiert so ein bisschen vorbei. Wenn ich frei habe, haben Kommilitonen von mir teilweise Unterricht und umgekehrt. Und die Charité hat auch drei große Campi, die sind über Berlin verteilt. Einen im Norden, einen im Süden, einen in Mitte. Der heißt auch Mitte, das ist der ehemalige Hauptcampus. Und insofern, das ist ein großes Gebiet, was man da umfasst. Und da merkt man jetzt, man läuft sich jetzt nicht gegenseitig über den Haufen. Und wie ist das Klima zwischen den Studenten selber? Würde ich sagen, sehr gut. Also im Prinzip dadurch, dass gewissermaßen kein Leistungsdruck herrscht. Also in Berlin werden 330 Studenten zugelassen und zumindest wäre mir nicht bekannt, dass es irgendwie weniger werden müssen. Das hat man ja in einigen Studiengängen, vor allem im Ausland kennt man das, okay, es werden irgendwie 400 Leute zugelassen, aber es gibt nur 200 Plätze fürs zweite Semester und dann muss die Hälfte weg. Das gibt es in Berlin nicht. Insofern gibt es keinen Konkurrenzdruck im Sinne von, ja, ich muss jetzt besser sein oder ich muss jetzt dieses oder jenes erreichen. Das ist quasi sehr subjektiv und das sorgt für ein sehr freundliches Klima. Unsere Fachschaft ist da auch sehr aktiv, was zu organisieren. Insofern, ich würde sagen, doch, das Klima ist gut, man hilft sich. Irgendwann kennt man sich natürlich auch, weil wir jedes Jahr rotieren. Also unsere kleinen Gruppen, zum Beispiel diese Untersuchungskurse, finden so in Sechsergruppen statt. Und alle ein Jahr ändert sich diese Sechsergruppe. Sprich, man hat nicht immer permanent dieselben Leute um sich und rotiert durch und lernt dadurch natürlich auch viele Leute kennen. Und ist das Klima, also wenn es schon zwischen euch Studenten so gut ist, ist das auch der Staubsauger zwischen den Dozenten selber auch nochmal, also Student-Dozent, ist das auch nochmal ein gutes Klima, weil bei uns zum Beispiel im Regelstudiengang ist das so, wir haben zwar unsere Dozenten immer wieder, aber es ist nur so, dass du zwischen, merkst du wirklich, dass es mit den jüngeren Dozenten das dann wesentlich besseres ist, als jetzt vielleicht mit den Profs und auch den etwas älteren Dozenten. Bei euch wechselt das ja so sehr, aber ihr habt ja auch Ärzte. Merkt man da etwas davon? So, sagen wir es so, man muss sagen, würde ich sagen, sehr wenig. Also klar, natürlich, es gibt die alteingesessenen Professoren, die schon seit Jahrhunderten gefühlt unterrichten und so wie es war, so wird es auch immer bleiben. Ich glaube, das hat man aber an jeder Uni. Und wir haben ein sehr, sehr kollegiales Verhältnis. Also wirklich Betonung auf kollegial. Also zum Beispiel mit Ärzten duzen wir uns seit dem ersten Semester, auch wenn sie unsere Dozenten sind. Mit vielen Professoren und oder Dozenten, wenn sie jünger sind, läuft eigentlich immer entspannt, aber auch mit den Älteren. Also das würde ich sagen, ist kein Problem. Also das ist ein sehr lockerer Umgang. Man kann fragen, man kann auch Aspekte zum Beispiel ja bitten, dass sie vielleicht nächstes Mal anders gemacht werden oder ähnliches. Und ich würde sagen, dadurch eben, dass dieser Modellstudiengang so mit der Charité gewachsen ist, haben sich auch alle so an diesen ein bisschen lockeren Stil gewöhnt. Und das ist natürlich sehr lernförderlich in dem Moment, ne? Weil man jetzt
bis auf sehr wenige Ausnahmen keine Angst haben braucht, dass man von dem Dozenten jetzt zur Schnecke gemacht wird, sondern die sind da auch alle sehr entspannt. Also natürlich hin und wieder muss man sich was anhören, wenn bestimmte Sachen nicht sitzen, aber das alles läuft dann eigentlich auf so einer selbstbestimmten Basis. Und das ist generell viel an der Charité. Also wer erwartet, dass er quasi hier jetzt wie in der Schule gewissermaßen von seinem Dozenten ja gesagt wird, so ja, du musst das jetzt können und warum kannst du das nicht, der wird hier das vergeben suchen. Also hier sind die so Dozenten häufig, ich mache mein Seminar, ich mache das gut und solange du mich nicht störst, ist für mich alles okay. Und wenn du davon was mitnimmst, cool, wenn du davon nichts mitnehmen willst, dann ist es auch okay, deine Entscheidung. Und das ist eigentlich im gesamten Studium immer so gewesen und wir haben nie einen Dozenten gehabt, der uns jetzt zu irgendwas gezwungen hätte. Also da wird häufig dann einfach gesagt, es ist Studium und du bist eigenverantwortlich dafür, was langfristig natürlich auch eine coole Sache ist, um eine Lernstrategie zu haben. Ja, und wenn die Charité ist ja relativ neu und das ist ja Berlin und du sagst auch in der Forschung sehr breit aufgestellt, merkt man auch wirklich an der Ausstattung auch, sagen wir mal, ein bisschen wie man mit euch umgeht, dass die Uni Geld hat, dass die Uni modern ist, dass da viel Digitalisierung im Spiel dabei ist? Also zu dem Forschungsschwerpunkt, im Studium merkt man es, wie gesagt, weil man häufig zum Beispiel mit irgendwelchen Dozenten Unterricht hat, die kennt kein Mensch, außer wenn man sie in Google eingibt, dann kennen sie plötzlich alle. Und das sind dann Menschen, die zu diesem einen Protein bei dieser Erkrankung ihr Leben lang forschen, aber totale Experten darin sind. Und das merkt man einerseits daran, andererseits natürlich, die Charité ist ein großes Klinikum, sprich es gibt immer Bedarf in allen Abteilungen und irgendwie sagen alle Abteilungen immer, ja, mehr Geld wäre schön. Aber ich glaube, das ist in jeder Klinik so. Und man merkt schon, dass viel möglich ist und dass viele Sachen, die wir am Anfang so viel selbstverständlich achten, plötzlich dann doch irgendwie Charité besonders sind. Gerade zum Beispiel vor allem jetzt durch Covid, muss ich sagen, bin ich sehr positiv überrascht. Die Charité hat sehr viel Geld in die Hand genommen, um viele Sachen zu verbessern. Und zum Beispiel viele von unseren Seminaren sind jetzt nicht nur online aufgezeichnet, sondern sie sind wirklich so mit interaktiven Online-Tools gemacht, also so Quizze und Zeichenaufgaben und ähnliches. Und hinter diesen Tools steht natürlich sehr viel Geld. Oder auch 3D-Modelle haben wir viele. Wir haben sehr viele Simulatoren generell, vor allem in den klinischen Semestern im besagten Lernzentrum haben wir Simulatoren, einen Geburtssimulator, einen HNO-Simulator und da kann man viel dran üben und die Studenten dürfen das auch. Also häufig ist das ja so, dass es nur für ärztliches Personal ist, aber die Studenten dürfen das auch machen und auch in die Kliniken. Die Kliniken holen sich dann sehr teure Simulatoren, zum Beispiel von diesem OP-Roboter, Da Vinci-Roboter. Für einige vielleicht ist das ein Begriff. Da durften wir zum Beispiel letztens in unserem praktischen Chirurgie-Tag auch ran und an einer Kartoffel nähen mit einem Roboter üben für eine knappe 1 Million Euro. Also es ist schon was Besonderes und natürlich kann man sagen, es geht auch ohne, aber doch an einigen Stellen merkt man es. Natürlich ist die Sache, viele Sachen sind auch etabliert und die macht man so und nicht anders. Aber ich würde sagen, dass das jetzt eigentlich keine Geldfrage ist. Und wenn sich die Studierenden in der Fachschaft dann auch einigen und sagen, okay, wir möchten dies und jenes, möchten wir unbedingt haben und das brauchen wir, dann ist die Fakultät sehr, sehr bereit, das zu hören und quasi auch darüber zu sprechen. Also ist natürlich abhängig, was dann entschieden wird, aber zumindest habe ich von der Fakultät noch nie miterlebt, dass sie gesagt hätten, nee, wir reden nicht mal drüber. Also wenn das bei euch jetzt schon so alles digital ist, bei euch auch sehr viel Unterstützung ist, schlägt sich das auch nieder in der Zeit, die man fürs Studium braucht? Also hat man sehr viel Freizeit bei euch im Medizinstudium oder ist man so gezwungen, jeden Tag mindestens 10 Stunden zu lernen oder man kommt richtig zurück? Wie ist es denn bei euch mit der Freizeit? Gut, da muss ich jetzt aufpassen, weil wenn jetzt irgendjemand von meinen Dozenten das sieht, dann denke ich so, ach, in das Seminar passt noch mehr rein. Nee, also tatsächlich muss ich sagen, es ist echt human. Humanmedizin halt, ne? Aber an der Stelle, nee, also es geht. Und das ist wirklich, glaube ich, die Frage des Lerntyps. Weil wenn man kontinuierlich lernt, dann geht das total. Man hat auch Freizeit. Klar, es ist viel. Es ist ein Medizinstudium und ich glaube, alle Vorurteile sprechen dafür, dass das arbeitsintensiv ist. Und es gibt Phasen, die sind sehr arbeitsintensiv. Vor dem Physikumsäquivalent, also vor diesen mündlichen Prüfungen, da sitzt man Wochen dran und macht eben auch nichts anderes. Und das muss man sich dessen bewusst sein. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was verwunderlich ist. So in den normalen Semestern hat man viel Zeit. Es gibt Kollegen, die haben 10 Wochen super viel Freizeit und dann die letzten 5 Wochen vor der Prüfung 0. Dann gibt es Leute, die machen das eher gemittelt. Das ist unterschiedlich. Aber vor allem auch, wenn man Ausarbeitungen nutzt, wenn man so ein bisschen seine Lernstrategie findet, dann geht's. Also die meisten arbeiten auch noch nebenbei und ja, die meisten haben tatsächlich auch noch ein Hobby nebenbei. Nee, das ist ja beim Medizinstudium auch immer noch so eine Sache. Und das geht. Also ich glaube, an der Charité kann man wirklich gut sagen, man kann studieren und noch nebenbei ein Leben haben.
Das ist ja auch nicht von allen Unis behauptet wird. So. Ja. Und du hast ja gerade angesprochen, Nebenjob. Was ich immer wieder höre, also zum Beispiel, ich kenne das hier in Marburg, hier, das ist eine richtige Studentenstadt. Ich glaube, ein Viertel der Bevölkerung hier sind Studenten. Und dementsprechend ist es so, kleine Stadt, viele Studenten, wenig Nebenjob ab. Also ist halt einfach gesättigt. Ist es bei euch auch so, dass es sehr wenig Möglichkeiten gibt, für einen Studenten zu arbeiten? Ich glaube eher weniger, ne? Das ist Berlin. Nee, also sagen wir es so, dass also, natürlich Berlin ein bisschen größer auch. Und man muss sagen, die Charité hat einen unglaublichen Hunger an studentischen Hilfskräften. Also es ist natürlich die Frage, was will ich? Also es gibt beliebtere Studentenjobs, ein bisschen weniger beliebte, aber im Prinzip, wenn man an der Charité arbeiten möchte und sagt, okay, ich möchte was Medizinisches machen, findet man definitiv was, weil es sucht immer irgendeine Arbeitsgruppe, die jetzt eine neue Studie begonnen hat, irgendjemanden, der beim Patienten sammeln hilft oder irgendjemanden, der irgendwie Content erstellt. Oder dann gibt es natürlich in vielen Instituten, jedes Institut hat studentische Stellen und das sind auch in der Regel nicht wenige. Das Lernzentrum wird, wie gesagt, nur peermäßig, also auch nur von Studenten betrieben. Insofern, da findet man definitiv was. Es gibt natürlich um die Charité auch einen Haufen Startups, die dann auch noch Medizinstudierende suchen. Insofern, da gibt es in Berlin eigentlich keinen Mangel. Und natürlich, wenn man in der Medizin auch nichts findet, dann hat man da sowieso sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch was zu finden. Also da würde ich sagen, es gibt so einen Jobverteiler bei uns per E-Mail und da kommt, würde ich sagen, alle zwei Tage ein Stellenangebot. Und die sind teilweise sehr spezifisch, teilweise nicht. Aber das ist auch das Coole eben, und da komme ich eben auf diese breite Aufgestelltheit wieder zurück. Dass egal, ob man sich mit der einen Zelle der Haut beschäftigen möchte oder mit dem großen Ganzen oder vielleicht sogar mit Gesundheitspolitik, es gibt sicher irgendeine Abteilung, die irgendwann früher oder später einen studentischen Job dafür ausschreiben wird. Insofern, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja, und seid ihr auch von der Uni aus mit anderen Unis, Instituten, auch jetzt außerhalb von Berlin, so in Deutschland, auch Europa, der Welt, vernetzt? Und merkt man das auch im Studium, dass da auch internationale Arbeit möglich ist oder eher weniger? Naja, man merkt es, wenn ein Dozent vor einem steht, der nur Englisch spricht und das gesamte Seminar auf Englisch hält, spätestens dann merkt man es. Passiert unterschiedlich. Also wir sind vernetzt mit vielen Forschungsinstituten, also zum Beispiel Hopkins, aber auch in Miami, natürlich London. Weltweit im Prinzip kann man sagen, haben wir Forschungspartner. Das ist so ein bisschen abseits vom Studium. Im Studium hat unsere Fachschaft natürlich ein Austauschprogramm. Wir arbeiten mit der Europäischen Medizinstudierendenvereinigung zusammen und bieten dort auch Austausch an. Also es gibt Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen, Erasmus natürlich. So jetzt an der Uni direkt merkt man das nicht, weil man sagt, okay, man möchte eigentlich, dass die Seminare immer von denselben Leuten gehalten werden, um da so eine Art Qualität sicherzustellen. Also da haben wir jetzt nicht so eine riesige Fluktuation, aber man merkt schon, dass das alles sehr international aufgestellt ist. Auch nicht zuletzt daran, dass viel Content auch in Englisch bereitgestellt wird, was ja auch so das neue Latein ist. Insofern auch dort merkt man, okay, das ist jetzt nicht so eingesessen, wie es vielleicht in einigen Fächern wirkt. Gehen wir mal ein bisschen weg von den ganzen Sachen von der Uni und reden wir mal ein bisschen mehr über Berlin. Was hat denn Berlin für einen Medizinstudenten oder auch allgemein für einen Studenten zu bieten? Ach, generell, also für Medizinstudenten würde ich sagen, ja, das unterscheidet sich, glaube ich, nicht so sehr von den anderen Studenten. Also Berlin natürlich, es ist eine multikulturelle Stadt und es ist eine große Stadt und man findet wirklich seine Nische. Also unabhängig, worauf man steht, quasi was man für ein Freizeitleben bevorzugt, man findet das. Und natürlich jetzt durch Covid hat es ein bisschen alles einen Schlag erfahren. Ich glaube, das ist aber weltweit so gewesen. Insofern hoffe ich, dass sich das wieder erholt. Es gibt unglaublich viele Bars, Kneipen, Restaurants natürlich, auch in verschiedenen Kiesabschnitten und in verschiedenen Stadtteilen, wo man auch natürlich unterscheidet, je nachdem, steht man eher auf so einem klassischen Typ oder ist man eher Techno-Fan oder irgendwie Hardrock-Fan, man findet seins. Also da ist, glaube ich, Berlin perfekt. Natürlich muss man aufpassen, dass einigen Kommilitonen von mir passiert, dass sie aus einer Kleinstadt nach Berlin gezogen sind. Das erste Semester oder auch das erste Jahr hat dann ein bisschen drunter gelitten. Aber ich glaube, das zeigt auch, dass das Angebot entsprechend vielfältig und verlockend ist. Und ich glaube, da kann man sehr, sehr viele Möglichkeiten wahrnehmen. Ja, ich glaube, ich kann mir eigentlich auch alle Fragen zum Thema Spaß und Beschäftigung in Berlin sparen. Weil wenn du in Berlin nichts findest, dann bist du einfach in Deutschland nicht richtig. Genau, also sagen wir es so, es gibt, wie gesagt, super vieles, nicht zuletzt auch von der Community organisiert. Also die Charité gehört ja zusammen zur Humboldt-Universität und zur Freien Universität. Wir sind, wenn man so will, von beiden betreut.
Sprich, man hat auch Zugang zu den ganzen Angeboten und auch zu den ganzen Möglichkeiten, die die Fachschaften auch aufstellen. Also zum Beispiel von den Sprachwissenschaftlern kommt es regelmäßig zu irgendwelchen so internationalen Treffen und Ähnlichem, wo man auch dann nicht Mediziner trifft, also man verlässt seine Bubble hin und wieder dann doch mal. Unsere Fachschaft macht natürlich dann hauptsächlich Sachen irgendwie für die naturwissenschaftlich-medizinischen Berufe. Natürlich gibt es auch immer wieder so Open University Sachen, also zum Beispiel sowas wie mein Prof ist ein DJ, wo auch regelmäßig Professoren der Charité an so Disco-Veranstaltungen teilnehmen. Das gibt es einmal im Jahr. Es ist auch jedes Mal ein Highlight. Also gibt schon was. Ich glaube, wenn du hier nicht fündig wirst, dann wie du meintest, dann wird es schwierig. Ja. Und man kennt es ja zum Beispiel aus München, mega teure Stadt. Merkt man das in Berlin auch, vor allem für Studenten? Sagen wir es so, ist natürlich so ein bisschen die Frage, was hält man für teuer in dem Moment? Ich glaube, Berlin ist so, was die Lebenserhaltungskosten geht, da berufe ich mich jetzt mal quasi auf die Statistiken dazu. Da ist Berlin ja relativ günstig, natürlich von den Wohnungspreisen muss man ehrlicherweise sagen, es ist eine Großstadt. Also eine Einzimmer-Studentenwohnung wird hier mit Leib und Leben dafür gekämpft und da würde ich allen empfehlen, die nach Berlin kommen wollen, nehmt euch Zeit mit. Also plant wirklich ein, wenn es geht, vielleicht nicht einen Monat vor Semesterbeginn, sondern ein bisschen früher. Man findet was, also quasi alle Kollegen haben was gefunden und auch am Ende das gefunden, was sie haben wollten. Also niemand wohnt jetzt irgendwo dort, wo er sagt, so nervlich gar nicht. Aber das kann schon einen Moment dauern und natürlich auch unterschiedlich teuer werden, abhängig davon, wie nah im Zentrum man wohnen will und natürlich auch, wie viel Glück hat man. Also wenn man jetzt so eine staatliche Wohnungsfirma erwischt, dann hat man natürlich viel mehr Glück, als wenn man dann den privaten Investor quasi, der gerade neu gebaut hat, als Vermieter hat. Aber da gibt es auch viel. Und wie gesagt, zur Not gibt es ja auch super viele so Wohnheime, Studentenwohnheime, wo man sich auch am Anfang quasi fürs erste Semester dort einfach einmieten kann. Achtung, lange Wartezeiten, also immer darauf achten, quasi, wenn man sich drauf bewirbt und sich später währenddessen was suchen, weil es ist natürlich einfacher, was zu finden, wenn du in der Stadt schon bist, als wenn du dann extra dafür anfangen musst. Und du meinst ja schon, dass das an vielen Punkten, dass viele Wohnungen gesucht werden. Ist das auch relativ wichtig für euch von der Location her, wo man wohnt? Weil ich kenne zum Beispiel bei mir, ist es so, wir sind zwar eine kleine Stadt, aber für mich, vor allem jetzt in der Vorklinik, sind viele Sachen sehr an verschiedenen Punkten in der Stadt. Ist das bei euch auch so oder habt ihr alles an einem Campus, wie zum Beispiel in Hamburg? Wie ist das denn? Nee, also ich habe schon vorhin kurz erwähnt, wir haben 3 Campi. Also eigentlich sind es 4, aber an den Studenten, der 4. ist der Forschungscampus, also quasi es gibt so 3, an denen Klinik und Universität läuft. Und an diesen Campi muss man sagen, da pendelt man ein bisschen. Also zum Beispiel, ich wohne im Süden Berlins, so ein Campus ist jetzt so mit Fahrrad 15 Minuten entfernt von mir. Und mit der U-Bahn fahre ich 1 Stunde zum am weitesten entferntesten Campus im Norden. Also das dauert schon einen Moment, man muss sagen, wird aber bei der Stundenplanung berücksichtigt. Also die Stundenplanung weiß, okay, der muss jetzt 1 Stunde fahren, also hat er jetzt 2 Stunden Zeit oder sowas. Also da muss man sagen, da braucht man sich keine Sorgen zu machen, dass man wie in einigen berühmt-berüchtigten Comics dann tot und verschwitzt quasi am Campus ankommt. So schlimm ist es nicht. Die Tage wechseln, muss man sagen. Das hat auch nicht zuletzt damit zu tun, dass die Kliniken asymmetrisch auf die Campi verteilt sind. Also zum Beispiel in der Klinik hier im Süden, so eine Pädiatrie oder auch Geburtshilfe, haben wir hier einfach nicht. Und die ist dann nur in der Klinik in Mitte, also da heißt Campus Mitte oder die Norden Campus Wöchel Klinikum. Dort sind dann die großen Abteilungen und deshalb muss man auch so ein bisschen wechseln. Ist aber auch natürlich nicht schlecht, weil man lernt viele Abteilungen kennen. Man lernt viele Leute kennen, viele Dozenten, was sich dann spätestens, wenn man Formulaturplätze sucht oder Doktorarbeiten, das freut man sich dann, wenn man die Leute kennt. Und zum Punkt so, Mobilität. Wir haben die BVG bei uns. Als Student hat man auch automatisch ein quasi Ticket für die Öffis. Insofern ist das kein Problem. Also wenn man dann seine Wohnung natürlich noch schafft, irgendwo zu kriegen, wo ein guter Anschluss ist, dann ist diese Entfernung eigentlich kaum spürbar. Und man muss ehrlicherweise sagen, also auch die anderen Universitäten, auch die sind so ein bisschen verteilt, hat auch nicht zuletzt historische Gründe, dass das nicht alles auf einem Fleck ist. Und ein bisschen mal zu den Studenten. Sind die Studenten bei euch grundsätzlich zufrieden?
Ja, das würde ich sagen, ist eine sehr subjektive Sache. Also man muss sagen, die meisten sind zufrieden. Wir machen regelmäßig so eine Art Umfrage, Semesterumfrage, also so eine Evaluation, und da erzielen wir gute Ergebnisse bei. Klar, es gibt immer mal wieder spezifische Punkte, die werden angemerkt. Einer davon ist eben das, was wir schon angesprochen haben, dass eben die vorklinischen Fächer für einige zu kurz kommen. Aber dann ist natürlich wieder die Sache so, wie gewichte ich es individuell, wie viel mache ich für was? Ne? Also da kommt wieder der Punkt zum Tragen. Und ja, es ist unterschiedlich. Aber ich würde sagen, doch schon. Also die Leute sind bei uns zufrieden. Wir haben niedrige Abbrecherquoten. Durch die Examen kommen eigentlich alle, also bei uns aus dem Physikum, von so einem von diesen Physikumsblöcken, von 300 Leuten bestehen so zwischen 3 und 5 nicht. Also ja, 1 bis 2%, was schon sehr niedrig ist. Insofern, wie gesagt, also bei uns muss man, wie gesagt, auch sagen, die Uni ist super studiefreundlich, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, auch mit Freisemestern und Urlaubssemestern. Also wenn man dann sagt, ja, okay, ich brauche jetzt das Freisemester, weil ich forsche, oder das Urlaubssemester, weil ich irgendwas familiär habe oder ähnliches, dann wird auch keine Debatte draus gemacht. Und dadurch, dass das alles so modular aufgebaut ist, geht das auch. Und wenn man sagt, ich möchte aus dem Semester nur 2 Module machen, weil ich dann nach Afrika fahre, so wie eine Freundin von mir vor 2 Jahren, dann macht man nur 2 Module und holt den Rest später nach. Also wie gesagt, das ist dadurch, dass man eben nicht so festgebunden ist an Dozent, an Kurs oder irgendwie an Semester, ist das alles natürlich auch viel, viel mobiler und du kannst es besser an dein Leben anpassen. Und wie alt sind bei euch durchschnittlich die Studenten? Also sind das Studenten bei euch, die direkt nach dem Abitur direkt anfangen zu studieren? Oder sind die Studenten so Leute, die erst eine Ausbildung machen und dann studieren? Das ist unterschiedlich. Also ich würde sagen, der absolute Großteil, das sind Abitur plus minus ja 1-2 Jahre. Also quasi irgendwie freiwilliges soziales Jahr oder irgendwie Weltreise gemacht und dann angefangen zu studieren. Bei uns gibt es in dieser Stundenplanung gibt's die sogenannten Mutti-Gruppen, nennen wir das. Das sind Gruppen, die zum Beispiel besonders früh Unterricht haben und besonders geblockt Unterricht haben. Also die jetzt nicht so um 8 Uhr, um 12 Uhr, um 15 Uhr und um 17 Uhr irgendwie was haben, sondern die so alles zwischen 8 und 13 Uhr haben. Zum Beispiel für Eltern oder für Leute, die arbeiten. Und da kann man dann quasi so eine Bescheinigung vorlegen, dass man eben diese besonderen Bedürfnisse hat, und dann wird das auch berücksichtigt. Also insofern würde ich sagen, die meisten sind ja in unserem Alter. Und du hast ja auch schon von ein bisschen über die Forschung geredet. Was für Möglichkeiten hat man denn direkt als Student auch mal in der Forschung ein bisschen was zu machen? Also kann man eine Doktorarbeit theoretisch auch schon in seiner Studentenzeit abschließen oder? Definitiv. Nicht so. Definitiv. Machen viele, also natürlich der Titel wird dann rechtlich erst verliehen, wenn man fertig mit dem Studium ist. Aber Forschung an der Charité, dadurch, dass halt jeder, sogar die Kliniker, haben ja meistens irgendeine Forschungstätigkeit, ist eigentlich für Forschende der Weg offen. Und also häufig, auch wenn es nur ist so, yo, ich möchte für einen Tag ins Labor kommen und einfach mal zugucken, dann ist das möglich. Zum Beispiel bei mir, ich habe meine Doktorarbeit so begonnen, dass ich quasi zu freiwillig in die Covid-Klinik gegangen bin, beziehungsweise mich da gemeldet habe und einfach normal auf Station gearbeitet habe und dann meine Doktormutter kennengelernt habe und wir uns super gut verstanden haben, und so habe ich meine Doktorarbeit begonnen. Also das läuft auch so ein bisschen fließend aus der Klinik eben raus. Es gibt natürlich auch eine Doktorarbeitsliste, aber an der Charité, wer forschen will, der kann forschen. Und die Doktorarbeiten geht von einem Jahr bis zu 10 Jahren, ist alles möglich. Also natürlich ist davon abhängig, möchte ich in die Forschung gehen und mache ich jetzt irgendeinen Tierversuch mit Mäusen über die nächsten 3 Jahre, oder sage ich, okay, ich möchte eigentlich eher nur den Titel haben, und dann macht man halt so eine Literaturrecherche, das Ganze dauert ein halbes Jahr und irgendwie nach so 11 Monaten ist man fertig. Beides gibt, beides ist voll okay, beides ist auch möglich. Also das wird an der Charité auch gar nicht verurteilt irgendwie. Jeder findet da seine Nische, und das ist auch das Coole, dass eben es gibt super viele AGs, die AGs sind meistens auch nicht so groß. Also die bestehen aus ja 4 bis 10 Leuten. Das heißt, man kennt sich auch. Man kennt seine Doktormutter, man kennt seinen Doktorvater und auch die Mitglieder der AG. Das hilft zum kollegialen Zusammenarbeiten. Man ist nicht so in so einer großen Menschenmasse, in der man untergeht. Und generell Forschung wird an der Charité auch groß geschrieben. Wir haben auch im Studium 2-mal ein Modul, das heißt wissenschaftliches Arbeiten. Und da werden uns auch so Basic Statistik beigebracht. Keine Sorge, ist nicht viel, wird auch nicht allzu sehr in der Klausur abgeprüft für alle, die Angst vor Mathe haben. Und dann wird einem so ein bisschen wissenschaftliches Arbeiten auch vermittelt. Die Hausarbeit ist ja nicht zuletzt auch so ein bisschen das Ende von diesem wissenschaftlichen Arbeiten. Also wie gesagt, Forschung, wer will, ist definitiv an der Charité richtig.
Man muss dann halt nur im Moment suchen, bis man vielleicht das findet, was man haben will. Oder natürlich, bis man das Thema findet, was man haben will, weil es eben sehr spezifisch ist. Genau, das Einzige, was ich dich nochmal fragen wollen würde, ist es, ob du das Gefühl hast, dass es wirklich viel besser ist, an einem Modellstudiengang zu studieren, als an einem Regelstudiengang. Puh, schwierige Frage tatsächlich. Und das ist ja so die Frage, die das Ganze im Prinzip auch subsumiert. Also sagen wir es so, ich für meinen Teil sage, der Modellstudiengang ist kliniknah. Er bereitet das ist meine subjektive Sicht, wie gesagt, ich war nie im Regelstudiengang, besser vielleicht auf die Klinik vor, weil wenn man in die Klinik geht dann oder auch dann fertig ist irgendwann, dann hat man 6 Jahre Patientenkontakt hinter sich und 6 Jahre Patientenerfolge wie Misserfolge und hat ein bisschen mehr im Petto dazu. Das ist der Win, den man in dem Moment hat und natürlich auch ein bisschen so mehr klinische Skills, also auch solche simplen Sachen irgendwie wie am Ende Blut abnehmen oder irgendwelche Sachen punktieren oder Wunden vernähen, das sind halt so Sachen, die sind nicht der große Deal, weil man sie eben schon häufiger oder vielleicht auch einfach länger gemacht hat und ein paar Mal gemacht hat und nicht nur einmal irgendwie in der Klinik ganz kurz. Das ist der Win. Der Nachteil ist, wie ich bereits sagte, wo Inhalt ist, muss anderer Inhalt kürzer kommen, logischerweise. Und da gibt es an der Charité so ein paar Kritikpunkte. Also zum Beispiel, dass wir Pharmakologie, also Medikamentenlehre, nie richtig im Block haben, sondern wir haben die immer nur passend zum Thema. Die ist sehr klinisch und sie ist sehr fokussiert, aber zum Beispiel, wenn man in der Pharmakologie forschen will, dann ist, glaube ich, die pharmakologische Ausbildung ein bisschen nicht ganz dafür geeignet, weil sie eben praktisch sein soll. Also das ist wieder alles unter dieser Prämisse. Ist man, um es provokant zu formulieren, ist man theorieliebend und die Praxis ist das nette nebenbei oder sagt dann, ich möchte hauptsächlich machen und so, solange ich die 10 wichtigsten Enzyme kenne, ist es okay, ich muss nicht noch die nächsten 30 kennen, sondern so nur das Wichtige und das Relevante, dann ist es, glaube ich, okay. Und wie gesagt, Modellstudiengang entwickelt sich auch fort. Also ich glaube, wenn man in spätestens 2 Jahren, 2025 darüber spricht, dann wird das auch vieles anders sein. Aber ich glaube, es ist wirklich das, was man sagt, das Relevante wird einem vermittelt und den Rest muss man sich dann auch selbst beibringen. Also wenn man sagt, okay, dies oder jenes fehlt, muss man es nacharbeiten. Und nicht zuletzt mit Doktorarbeit oder auch Formulatur oder ähnliches profiliert man sich ja immer mehr. Also es ist ein allgemeinmedizinisches Studium, das wir abschließen, aber ich glaube nicht so richtig, dass wir eine allgemeinmedizinische Ausbildung erhalten am Ende, weil am Ende hat ja jeder meistens schon so sein Steckenpferd und weiß, okay, da soll es hingehen und die anderen Inhalte, ja gut, die lernt man für die Prüfung. Ne? Also was soll man mehr dazu sagen? Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, Philipp. Also riesiges Dankeschön. Ich glaube, also für mich war das mega interessant auf jeden Fall, weil man hört ja immer nur so, oh, Berlin, Charité, will jeder hin. Und von daher denke ich mal, dass es für die Zuschauer auf jeden Fall sehr informativ war. Von daher auf jeden Fall riesiges Dankeschön. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch alles Gute für das Studium. Auch heute noch einen schönen Abend, noch eine schöne Restwoche. Viel Erfolg bei der Doktorarbeit. Und ja, danke dir. Ciao. Vielen Dank. Ciao. So, das war's mit dem Interview. Falls du Interesse hast an den Kontakt mit Philipp zur Forschung oder sowas, verlinke ich dir einfach unten in der Beschreibung seinen Forscherkontakt. Oder wenn du einfach mal so Fragen hast, schreib ihn gerne an. Hat er gerne. Ich verlinke dir hier auf dieser Seite meine Playlist zu allen anderen Medizin-Unis-Interviews und hier unten mein Video zur Uniwahl fürs Medizinstudium. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.